Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Epi und ich durften aus dem Lockdown raus. Wir sind wieder in der Welt. Ja, genau. Moment, wie ging das? Tee, ne? Tee, ja. Wir sind aus der Welt raus, freuen uns. Sogar einer, den wir gar nicht kennen, der freut sich mit uns. Hallöchen, vielleicht siehst du dich ja selber mal im Let's Play. Wenn ja, schöne Grüße. So, dann lass uns mal... jetzt nochmal eine Gruppe probieren, oder was? Ja, aber wie... Ach so, ja, wir könnten die Gruppe jetzt nochmal probieren. Mach nochmal die Gruppe, weil jetzt sind wir definitiv zusammen. Sie sehen uns ja auch. Also, annehmen. So? Wie kann ich das annehmen? Ich konnte es nicht annehmen. Es ging weg und dann konnte ich es nicht annehmen. Ja, siehst du, das Problem hat... Nee, geh mal auf deine Nachrichten, oder wo hatte ich das jetzt zuletzt? Neuigkeiten war es auch nicht. Wo habe ich das angenommen? Nee, unter Freunde. Klick mal Freunde an. Du bist jetzt in der Gruppe, glaube ich, ne? Du stehst oben links drin. Ja, join the party, so. Jetzt können wir losgehen. So, warte. Ja, geh mal auf Karte. Ich sehe nämlich jetzt einen grünen Punkt bei dir. Ja, sehe ich auch. Ich bin bei dir auch grün? Ja, ich muss... Das wäre schon mal das Erste, was ich klären würde. Muss ich zu einer hin. Und zu Tisch, die sind da unten. Komm mal mit. Ja, aber ich kann jetzt keine Quest eigentlich... Obwohl, ich könnte schon theoretisch, weil ich nehme ja nebenbei auf. Nein, nicht, du gehst falsch. Wo willst du hin? Hier. Wo willst du hin? Ja, zu Tisch und zu einer, die haben wollen, die verlangen nach mir. Schatz, ich flieg dir hinterher. Oh, da unten ist ein Viech, aber das kann ich jetzt nicht abschießen. Spring ihm auf den Kopf. Ich probier's auch nochmal, vielleicht geht er dann kaputt. Guck mal, kannst du den auch looten? Das wäre jetzt die erste Frage, die ich hätte. Und nein, ich kann den Loot nicht sehen. Das ist schon mal echt blöd. Das ist doof. Was? Ja, weil da können wir ja nicht... Warte. Schießt warte. Du den nein, Marker? Nein. Warum? Willst du mich jetzt veräppeln? Nein! Auch in dem Moment, wo ich loslasse, hüpft er da oben. Willst du mich jetzt hier? Wo ist Tisch hingelaufen? Ist weg. Oh Mann. Idiot. Hier links. Hier links ist Kupfer. Ja, mach das mal. Ja, aber du solltest das ja auch mitmachen, damit wir probieren können, ob wir das Gleiche kriegen. Tisch hat irgendwie was mit Anleitung. Was soll ich denn hier kaufen? Nein, ich will nichts kaufen. Herstellung von immer. Hä? Ich will... Ach, die ist da unten. Also. Boah, die hat ganz tolle Sachen wieder, aber das ist mir alles... Ja, für mich wahrscheinlich nicht. Ist es nicht herrlich, wie der Wind durchs Tal pfeift? Ich habe darüber nachgedacht, eine neue Linie zu entwerfen, die von der Flora und Fauna des Tals inspiriert ist. Ich könnte ein wehmütiges Weidenbettgestell, einen Teppich aus Sernukfell und ein Räuchergefäß mit Stinkkäfermotiv herstellen. Okay, du hast recht. Die letzte Idee könnte ein wenig überarbeitet werden. Moment, ich wollte ja mal kurz gucken. Mal diese Epis, die einen reinquatschen müssen. Ne? Wir wollen noch mal testen. Nee, die hat bei mir keine neuen Sachen. Das wollte ich jetzt wissen. Komm, wir hacken mal zusammen diesen Baum hier, ob wir dann beide den... Nee, warte mal, hier vorne... Wo bist denn du jetzt? Hier, ja, jetzt, okay, jetzt... Achso, da bist du. Oh, ich dachte, du bist weg. Lass uns mal hier... aber ich muss mit da drauf hacken. Hier, hier. Ja. Bei drei, ja? Eins, zwei, drei. Achte mal drauf, was du bekommst. Drei Steine und vier Feuersteine. Ja, dann ist der Loot gleich anscheinend. Aber wir probieren das nochmal eben. Warte mal, die Bäume sind hier. Hier. Ja, da hinten waren doch auch Bäume. Wieso läufst du jetzt extra hier rüber? Ja, weil ich es kann. So, eins. Du kannst, mach mal auf zwei. Eins, ja. Zwei. Oder wir machen es abwechselnd. Aua. So. 15 Splintholz. Also das ist gleich. Echo! Mach mal hier auch nochmal. Aber das dürfte halt immer gleich sein, denke ich mal. Neun. Okay, ich muss mal eben zu dem hier, zu dem anderen kurz. Aber was blöd ist, wenn du jetzt one-shottest, dann kannst du natürlich, kann der andere kein Loot bekommen. Ja gut, okay, der andere hat halt auch nicht mitgeholfen, ne? Ganz blöd gesagt. Aber es ist trotzdem doof. Hier kriegst du den Loot beides gleich. Das ist schon mal gut zu wissen, weil da sind. Ich habe dir ja mal erzählt, dass einer mir ständig hinterhergelaufen ist und mit mir den Lehm da dauernd abgebaut hat. Weißt du das noch? Mhm. Sollen wir eben noch eine Runde Lehm machen? Brauchst du noch welche? Ja, Moment. Ja. Boah, hier ach, scheiße. Ich habe natürlich mein Inventar auch noch so voll, jetzt wegen den Fischen. Boah, das ist alles so teuer. Ich kann das alles nicht kaufen, weil ich so viel Geld nicht habe.
Aber Moment, wie viel Geld habe ich denn jetzt eigentlich? 300? Ja, ich hätte die Fische bei mir verkaufen sollen. Ach, und der hat das Aquarium. Hier kriegt man das Aquarium. Wie Ashura mir berichtet hat, habe sich dein Angeln stark verbessert. Also dachte ich, du könntest diese Anleitung gebrauchen. Es ist für ein spezielles Fass, das ich gerne Fisherman's Brew nenne. Es enthält spezielle Nährstoffe, die dir dabei helfen, deine Angelfertigkeiten vorübergehend zu verbessern. Schmeckt es auch? Woher soll ich das wissen? Ich brauche diese Nährstoffe ja nicht. So, ich habe keine Ahnung. Was hat denn mir jetzt das hier, ne? Anglergebräu? Ja, das kostet aber 1000. Ach du Schande. Was brauchst du denn? Die ganzen Sachen, die am Wasser sind, brauchst du dafür? Ehrenholz brauchst du für die edle Angelrute. Die könnte ich mir auch holen. Dieses also verdächtige Getränk hat einen seltsamen Geruch, den man nur als moosig beschreiben kann. Ja, aber bringt mir das... Ich meine, ich kann es jetzt eh nicht kaufen, aber bringt mir das irgendwas? Ach, ich habe die Wurmkiste ja schon. Ach, sag mir das doch. Die muss ich nur noch herstellen. Ach, das erhöht das... Ja, das habe ich ja gemacht, aber ich kann sie nicht stellen. Ach so, ich muss mir erstmal eine Lizenz kaufen. Warte mal kurz. Warte mal. Sag mir, wie viel schmeckt ein knurriger Koi? Wie viel schmeckt ein knurriger Koi? Die sollten wirklich ihre Texte nochmal bearbeiten. Viel vermute ich. Komm mal hier. Glückwunsch, das sind tolle Nachrichten. Komm mal oder hier. Ist es nicht wünschenswert, dass Essen aromatisch ist? Ich bleibe jetzt einfach in diesem Menü, während ich mit dem Roboter spreche, weil dieses komische Etwas da im Hintergrund, was so am Hüpfen ist, ist nämlich der Epi. Farewell. Ja, weil du hier hinkommen sollst. Schnell, nein, jetzt klaut dir das. Er klaut mach das doch. Ja, das Ton. Nee, komm mal mit, komm mal mit. Da hinten ist noch einer. Ja, hier. Komm mal mit, hack mal mit. Nein! Oh. Bin gestorben. Wo bist du? Komm schnell. Ja, komm. Bevor der... Ja, du musst hacken. Nee, nicht hacken. Also? Hier ist doch die Stelle. Oh, Angelstelle. Ja, Moment. Ich denke, du willst die Angelstelle probieren. Oh, nein, wie soll ich den Bogen wollte... jetzt in der Hand? Das wollte ich gar nicht. Wo bist du denn jetzt? Ja, ich war direkt neben dir. Hab gesagt, guck mal, hier hinten ist noch einer. Und dann bist du irgendwie weg. Ach, du läufst da oben. Hier, hallo, komm rüber, schnell. Ich sehe dich nicht. Ach, die einzige, da hinten? Die hier am Hüpfen ist. Oh, nein, nicht darum. Den Fehler habe ich auch gemacht. Och, Mann, ey. Wenn der Epi nicht mit mir zusammen irgendwas ausprobieren möchte, dann bringt er sich um. Was halt sicher ist. Aber hier ist Ton. Nein, jetzt ist der weg. Och, Mann, nur weil du eine halbe Stunde gebraucht hast, hier hinzukommen. Oh, das ist auch weg. Komm mal mit hier. Ah, dann müssen wir es jetzt beim Leben probieren. So, komm drauf. Ich meine, das wird immer das Gleiche sein, nehme ich mal an. Sechs Leben. Sechs Stück, ja. Hier ist gerade wiedergekommen. Mich würde jetzt mal interessieren, ob das mit drei Leuten auch ist. Aber auch wie kann man zusammen jagen, wenn man das... Ja, gar nicht, nehme ich an. Hier, komm mal her. Hier ist noch einer. Hier ist gerade einer wiedergekommen. Oh, warum rennst du weg? Ja, was macht er denn jetzt? Ja, ich komme. Hier ist auch Kupfer. Komm mal schnell. Ja, Kupfer hier ist auch noch. Ja, dann nimm mit. Da nein, oben sind zwei, aber wenn du dich mal bewegen würdest, würden wir alles hinkriegen. Wenn ich die nehme, kannst du die auch nehmen? Ich habe sie jetzt genommen. Ah, siehst du, das wollte ich nämlich ausprobieren, weil ich jetzt hier gerade nichts habe. Ja, komm, lass uns das Kupfer erstmal, oder nicht? Den Lehm hast du jetzt eben gesagt. Ja, den Lehm und an der Wand, an oben. Ja, ja, wenn du mal schneller kommen würdest, dann könnten wir die auch machen. Hinter dir ist auch noch Moos. Was ist damit? Ja. Hör doch mal auf, wenn ich aufhöre. Sieben Stück Moos ist nichts los. Das habe ich. Das ist jetzt weg. Oh, nee, ne? Komm mal mit. Wieso ist das immer weg, sobald man sich umdreht? Das ist doch... Nee, das ist... Ach, hier ist der. Links bleiben noch größere Stelle, ne? Ein Kupfererz. Und einen Stein habe ich dazu. Ja. Drei Kupfererz und drei Steine. Drei Steine und noch irgendwas Blaues, glaube ich, war dabei. Ja, Eisen, das ist Silber. Auch bei Kupfer. Ja, das kommt random, egal. Zwei Stein, sechs Kupfer. Lass uns. Ja, das ist nur Stein. Nee, nur Stein. Ja, lass uns Lehm holen. Weil so viel Kupfer ist hier, glaube ich, auch nicht.
Aber das mit dem, ich finde das doof, dass man dann nicht, gut, das Angeln müssten wir jetzt mal ausprobieren, so eine Stelle. Wenn man nochmal, links ist eine, lass uns erstmal die Angelstelle hier probieren, bevor die wieder weg ist. Ja, aber die Stelle ist doch egal eigentlich, oder? Boah, ich komme da nicht hin. Ja, da komme ich auch so nicht hin. Ich bin kurz davor, glaube ich, warte mal. Ja, ich bin auch davor. Nee, ich bin drin. Komm mal ein Stückchen nach vorne noch. So wie ich. Ja, jetzt sind wir auf jeden Fall beide drin. Oh, wir haben eine Kiste geangelt. Nee, ich hab die Kiste. Nee, du. Nee, ich hab... Wieso kannst du die dann nicht haben? Nee, die hast du nur. Weil ich als erstes reingeangelt habe oder wieso? Keine Ahnung. Das große Ding hier, das ist eine Kiste. Aber jetzt ist die Angelstelle für mich weg und für dich? Für mich noch nicht. Du siehst sie noch? Ja, ich habe aber so kleinen komischen... Du hast einen Fisch? Fisch dran, ja. Aber wenn du die noch siehst, dann bist du wahrscheinlich nicht ganz drin. So, nee, ich sitze. Jetzt ist sie weg. Komm, hier. Also ich denke, mit Angelstellen funktioniert das wohl nicht so. Das waren jetzt 5. Ja, aber ich habe meinen Buff. Ich habe einen Buff auf 24. Nee, warte mal. Hä? Warte mal. Nee, mal 4. Das war 6. Jetzt, ach, ich Idiot. Ich habe den Buff jetzt natürlich da reingetan. Oh, guck mal, wie kommt man zu der Kiste? Ich will da hin. Rüberspringen vom Baum aus, glaube ich. Oder? Warte mal. Nee, warte mal. Du musst auf das Brett springen, meine ich. Muss aber, genau. Nein! Oh Mann. Ja, das ist sehr, sehr tricky. Ich habe auch so eine Stelle gehabt, die richtig tricky war. Ich höre hier doch schon Nein. wieder so einen Frosch. Oh, ich war doch da drauf, Mann. Komm, und wir feuern jetzt den Epi an. Moment. Also nicht nee, du? Nee, das geht nicht. Epi! Ja! Epi! Mach weiter! Ja! Epi! Noch das letzte Stück, Epi. Ja, du schaffst das. Hey, warum das Klatschen hat funktioniert. Ja, 2 Kupferbarren und Kupfer und 27 Gold. Hast du die Kiste nicht gesehen oder hast du die schon? Ach, warte mal. Ich sehe die immer noch. Hast du die weggenommen? Ja, ja. Du musst die auch holen. Oh. Nein! Och komm, ich war doch da drauf. Nein, willst du warst du mich davor. Veräppeln? Komm, Gameplayerin, yay. Nee, der haut mit den Füßen da drauf und dann ist der weg. Hast du es von unten gemacht? Nee, ich hab's. Aber von unten müsste es auch gehen, normal. Ja, jetzt stand ich mit dem Fuß drauf und er hat's nicht genommen. Was ist denn das? Oder bist du von hier oben? Das ist, glaube ich, noch ein Stückchen, oder? Dauert aber vielleicht länger. Obwohl, ja, nee, ja, aber das ja. funktioniert. Und das geht aber normal mit einem. Also einmal und dann so. Ja, und nochmal. Aber ich sehe nicht. Nein! Ach, der hat den nicht angenommen, dass ich da drauf gedrückt habe. Willst du mich jetzt verarschen? Aber zum Glück bleibst du dann da. Das ist nein, und mein Inventar ist voll. Ich muss mal eben nein. nach Hause. Nein. Ach so, ja, aber dann. Nein, nein, nicht springen. Ja, warte mal. Kannst du nichts wegtun? Weißt du, wie viel da drin ist? Sehe ich nicht. Nee, ich sehe dich aber auf der Karte. Ich gehe mal eben schnell zurück. Und dann ja. komme ich gleich wieder. Ich mache mal eben einen kleinen Cut. Das ist jetzt blöd. Ich meine, du kannst auch den Leben kannst du auch holen, wenn du möchtest. Nicht, dass du ich habe auch eine Kiste. Nee, ich habe auch eine Kiste geangelt gerade. Ich habe es gesehen, wie das gemacht. Ach nee, das bist du gar nicht. Nee, ich laufe gerade Richtung anderer, zu Hause. Ein anderer hat die Kiste gerade geholt. Aber hoffentlich ist die für dich nicht weg dann. Ja, aber dann müssten die Kisten ja theoretisch für alle sein. Ja. Hallo, der eine hat gerade versucht, mir das Ohr wegzuschießen. Was war das für einer? Ach nein. Ich meine, im Moment habe ich immer nur ein paar Nein, Verbindung nicht möglich. Ich komme nicht mehr in mein Haus, wollte ich. Ja, wahrscheinlich, nee, ja, weil wir in der Gruppe sind, oder? Das ist dann, mit Sicherheit liegt das an dieser scheiß Gruppenkacke. Also, ja. Macht keine Gruppe, wenn ihr mal eben hin und her laufen wollt, denn das funktioniert scheinbar nicht. Warte mal, ich gehe mal aus der Gruppe eben raus. Oder schmeiß dich raus, besser gesagt. So, jetzt gehe ich nochmal rein. Nee, ich gehe nicht rein, weil das auf der anderen Seite ist. Ja, jetzt komme ich rein. Aber das ist wirklich gut zu wissen, weil wenn andere das Problem nämlich auch haben...
wissen sie jetzt, also zumindest die, die mein Video geguckt haben, wissen oder gucken werden, weil mein Vergangenheits-Ich oder mein Gegenwarts-Ich ja dann wieder quasi in meinem Zukunfts-Ich ist. Du weißt, wie das mit Zeitreisen ist. Das ist sehr kompliziert, aber du weißt, was ich meine, weil das ja später ausgestrahlt wird. Die Genferin ist verwirrt. warte mal, das war... Ach nee, die Truhen... Ja doch, die Truhen habe ich jetzt im Moment auch immer bei mir da reingetan. Ich weiß gar nicht, warum. Ich müsste mir mal... Ach nein! Ach, was machst du, Idiot, denn? Ja, ich habe die Kiste geöffnet, weil ich die Sachen verkaufen wollte. Ich habe mich schon gewundert, warum der Platz nicht kleiner wird, wenn ich da so viel reintue. Ah, ich Idiot. Moment. Fische. Der hat 23. Die haben alle einen Wert von 23, die man hier so fangen kann. Nee, der knurrige Koi hat mehr. Den verkaufen wir auf jeden Fall. Und dann lasse ich das letzte Päckchen mal da, damit ich mir nochmal so einen Buff holen kann. So. Jetzt habe ich dreimal Schuhe Oh, Moment, warte mal. Ach so, behelfsmäßiger Kräutertopf. Ja, stimmt. Das war von vorher. Ich habe einen Schuh, habe ich noch hier drin. Ja, dann tue ich die anderen, verkaufe ich die einfach mal. So, Silber da rein. Kiste, die man nicht öffnen kann, da rein. Irgendwo habe ich zwei Kupferbarren. Ach so, aus der Kiste. Ach, da muss ich mal auf dem Video gucken, ob ich das gleiche bekommen habe wie du. Müsste aber theoretisch ja sein, ne? Mhm. Ja, aber du bist ja, musst ja die Kiste noch holen, die eine hier. Ne? Da habe ich halt... Ja, dann merk dir mal, wo die ist. Moment, Lagerfeuer. Ich muss mir, wie gesagt, mal kurz was grillen. Ach, da braucht man ja mal zwei Fische für, stimmt ja. Na gut, dann kann ich einen Fisch noch verkaufen. Machen wir das so. Und die Sonnenblumen, würde ich sagen, die stelle ich mir mal hier so schön vor die Tür. Wobei, die sind sehr klein. Vielleicht stelle ich die dann lieber hier so... Hä? Ach, deswegen hast du das da oben neben der Tür platziert. Ja, ja. Weil du kannst das unten nicht machen. Nee, du kannst das unten nicht auf die Stufen draufstellen. Das ist ja doof. Echt nicht? Nee. Der zeigt dir genau an, wo du es hinstellen kannst. So, Moment. Dann kann ich den einen Fisch hier noch verkaufen. Und die Truhe muss ich mal kurz öffnen. Eine von deinen kannst du öffnen. Solltest du aber nicht unbedingt jetzt unterwegs machen. Da ist ein provisorisches Bett bei mir drin gewesen. Okay. Erinnere mich mal dran, dass ich das aber mit aufnehme, damit wir wissen, ob du das Gleiche dann da rausbekommst aus der Kiste. Das ist cool. Jetzt habe ich schon drei Betten. Ich bin mir nicht sicher, aber ich will die auch nicht unbedingt wegwerfen. Ach, ich hatte doch... Ah, nee, warte mal. Das ist der Fisch, den ich gerade erst gemacht habe. Ja, ja, okay. Ist der jetzt fertig? Der ist jetzt fertig. Hallo. Ist der mit Sternchen? Nee. Der war jetzt nur so am Blinken. Na gut. Gut, dann komme ich jetzt nochmal eben raus und gehe nochmal mit zu dir in die Gruppe danach. Ah! Ich habe gerade was Tolles festgestellt, was ich vorher ehrlich gesagt noch nie ausprobiert hatte oder sonst was. Du kannst im Laufen, hältst du R gedrückt und kannst im Laufen die Waffe, wollte ich gerade sagen, das Werkzeug aussuchen. Gut zu wissen. Suchen Sie Rezepte für die pralinische Zwiebelsuppe. Die ist unten an dem Wasser gewesen, an dem, ich zeig's dir gleich. Ich muss eben... Pennywise ist hier in Fairhaven. Oh nein! Oh nein! Ich muss mich verstecken. S, der Clown. Ach so. Pennywise ist hier gerade am Angeln. Der ist hier diese Stelle am Angeln, die wir eben auch hatten. Oh, ich hab hier so einen leuchtenden Baum. Scheiße. Bist du schon frei? Ja. Aber den kriegen wir nicht. Zu zweit. Das ist übelst. Glaub's mir. Ja, aber wir können es mal probieren. Ja, obwohl das ist ein ziemlich großer eigentlich. Also den kleinen hätte ich wahrscheinlich zu zweit hinbekommen. Aber kann natürlich sein, weil der so klein war, ne? Dass das, Der Kleine war so klein? Ja, der Kleine war so klein. Ganz klein war der Kleine. Ganz kleiner. Du wärst ziemlicher Bergmann. Komm doch mal vorbei, wenn ich zu plaudern. Ich bring dir bei, wie man eine neue Schmelze baut. Ja, ho, Dari, da muss ich mal hin. Aber jetzt nicht. 1 hour later. Übrigens, wenn ihr so verraten werdet, wie ich jetzt gerade und stundenlang bis spät in die Nacht vor einem Baum wartet, der Mond ist schon aufgegangen mittlerweile. Ja, wir haben Vollmond, denke ich. Es gibt einige Spieler, die das anscheinend wissen und verstehen,
Aber nicht alle, weil ich hab's ja beim letzten... Bist du jetzt ernsthaft gerade von der Luft runtergesprungen? Ja. Das sah gerade komisch aus. Ja, ich bin hingeflogen. Ich war oben auf dem Berg da und bin hier rüber. Ach so, okay, ja, aber ich habe den Baum nicht. Also wir können es gerne probieren, aber es wird nicht funktionieren. Dann probieren wir mal. Oh ja, der geht wesentlich schneller wieder zurück, ja. Der geht immer nur bis da, oder? Der geht. Aber warte mal. Komm schon. Das war gerade ganz runter. Yes! Ich habe mein erstes fließgeprägtes Holz bekommen. Woohoo! Ich auch. Woohoo! Was kann man damit machen? Du brauchst das für irgendwelche Sachen. Ich weiß aber nicht mal wofür. 2 Stück habe ich bekommen. Und meine Axt ist so weit runtergegangen dafür. Guck mal auf deine Axt. Ich weiß. Ich habe jetzt keinen Vergleich, ehrlich gesagt. Aber... Das war's doch schon irgendwie. Also man kann die zu zweit machen. Und ja, und die ganz halt großen bisschen, vielleicht jetzt nicht. Also jetzt hier. Da brauchst du eine andere Axt für wahrscheinlich. Super. Nee, den kannst du, glaube ich, gar nicht machen. Aber jetzt so die wirklich großen. Ich denke mal, dass du die wahrscheinlich da vielleicht wirklich 3 für brauchst. Ey, den Loot kriege ich auch. Das war der, den ich eben auch schon angehittet hatte. Ja. Ey? Ach so. Ja, das ist ja geil. Hä? Ach ja, klar, wenn du den einmal mit anhittest, dann... Ja, aber ich hatte keinen Bock, dem hinterher zu laufen. Aber das ist jetzt cool, dass es genau der gleiche gewesen ist. Ja. Ja, der cool. Ist wieder zurückgekommen. Der wollte einfach umgebracht werden. Aber mit den Pflanzen verstehe ich. Siehst du die Pflanze hier, ne? Ja, wenn die ich, ist drin. Wenn ich die jetzt nehme, nimm du warte die mal. Diesmal. Ist die jetzt immer noch da? Ja, ist noch da. Die kann ich jetzt auch noch nehmen. Ja, dann... Ach so, bei den Pflanzen ist das halt anders, ne? Ja, aber ich find's doof, dass das so unterschiedlich ist. Ich kann hier nichts kochen. Also im Endeffekt kannst du sagen, nur die Jagd. Hast du das gerade? Ja. Deinen Pfeil habe ich noch gesehen, aber nicht, ob da was war oder nicht. Ja, hau ab, während ich. Danke. Vielen Dank. Sorry. Jetzt habe ich den Bogen ausgerüstet. Vielen Dank. Ja, bitte. Oh, warte. Nicht nach links laufen. Ja, die will ich auch haben. Hä? Wieso ist die abgehauen, nachdem ich die getroffen hatte? Hä? Schon wieder? Guck mal. Ich habe die voll getroffen. Und die haut ab. Mach nochmal drauf. Hä, die haut immer wieder ab. Warte, jetzt können wir sie beide looten, weil man die mehrmals treffen muss halt, ne? Was war denn das für eine überhaupt? Ich sag immer Klimamotte. Eine Klimamotte. Ja, Klimanachtmotte. Nein. Klima. Genau, aber ich habe jedes Mal Klima gelesen. Klimanachtmotte. Das waren viele von den Beuteln, die ich jetzt verballert habe dafür. Ja, für lausige 18 Gold. Das ist wirklich... Das ist... Aber die Gottesanbeterin, die bringt mir 54 Gold. Das ist schon mal ein bisschen besser. Guck mal, ist das der gewesen? Kriegst du den Loot hier, diesen hier? Nee, ne? Doch. Hä? Ja, komm. Waren das 2 verschiedene? Oder? Nee, eigentlich nicht. Ja, den habe ich jetzt bekommen. Warte mal, hier vorne war noch einer. Ich hätte jetzt noch mal einen. Was ist? Da unten ist noch Ton. Für den Ton. Komm runter. Ich bin noch da. Wo bist du? Let's go. Also der einzige Vorteil ist, wir verbrauchen wahrscheinlich weniger unsere Werkzeuge, wenn wir das zu zweit machen. Ja, weil stimmt. Das eigentlich sein. Brauchst du nur einmal draufhauen und nochmal drauf. Also ich habe jetzt einmal drauf gehauen und nochmal und dann ist es weg. Gut, sonst hast du so 3, 4. Hier, die ist leuchtend. Willst du die hier holen? Welche? Die linke. Die rechte ist leuchtend. Nee, hol dir die ruhig. Also ich müsste das zwar leveln mal, weil ich habe das immer noch nicht... Das habe ich total vergessen. Ja, nee, werf auch mal mit drauf. Die muss ja mehrfach. Hä? Kannst du auch, hast du sie gelootet? Ja. Deswegen. Dann würde ich sagen, machen wir die Gruppe mal eben wieder... Das ist total nervig, wenn man... Ja, doch, du kannst ja nochmal probieren, aber... Ja. Wir probieren es nochmal, aber ich glaube nicht... Warte mal eben, ich markiere mir das mal kurz. Ich versuche mal. Ich glaube nicht, dass es klappt, bin ich ganz ehrlich, aber wir probieren es trotzdem nochmal, damit wir tatsächlich alles ausgetestet haben.
Test, Test, 1, 2, 3, 4, 5 Balianer sind vor dir und du wirst rausgeworfen. Nein, ich muss die Gruppe leider mal eben kaputt machen. Tschüss, Schatz, es tut mir leid, das Spiel ist nicht dafür da, um zusammenzuspielen. Ich bin etwas verwirrt. Wieso sind hier 15 Palianer vor mir, wenn ich in mein eigenes Haus reingehe? Waren die alle in meiner Hütte drin, oder was? Die wollen alle zu dir, ja. Sauerei. Ja. Hat mir 5 Würmer geschenkt. Wie cool. Jetzt muss ich nur noch das Ding bauen. Ich gelangte in den Besitz zahlreicher Zappelwürmer und würde sie gerne an dich weitergeben. Die kleinen Zappler können vielseitig verwendet werden. Mir kam zu Ohren, dass Fische und Menschen ihren herzhaften Geschmack gleichermaßen schätzen. Vielleicht könntest du mir bei meinem nächsten Besuch beschreiben, wie sie schmecken. Vielen Dank, Einer. Nein, mache ich nicht. So, wir probieren das nochmal eben kurz mit dem Kochen, bevor ich jetzt hier rausgehe. Wir gehen auf Herstellen. So. Dann gehen wir auf die Station daneben. Genau. Stellen das. Ach, das war dieser Mist, wo du drauf drücken musst. Oh, ich hasse genau, da musst du, wie bei Overcooked, musst du. Naja, nicht ganz so ähnlich. Nee, Overcooked hat sowas nicht drin gehabt, glaube ich, oder? Naja, ich weiß nicht, aber irgendwo. Ah, nee. Da muss ich das einfügen. Ich Handyspiel mal, wo du andauernd was treffen musst. Press and hold linke Maustaste, bis es complete ist. Okay, linke. Ja, du musst immer das Timing haben. Du musst treffen. Erfolg. Keine Ahnung, ich hab's jetzt nicht verstanden. Also ich muss warten, bis das komplett blau ausgedingst ist. Ja, ich kann zu Rev gehen. Ich kann zu Rev. Das machen wir dann doch nochmal ganz kurz. Habe ich jetzt Gold bekommen eigentlich? Ich war jetzt so lange hier drin. 1400. Ich glaube, ich habe das Gold jetzt bekommen. Ich gucke vorsichtshalber nochmal eben nach. Ja, ja, die Sachen sind weg. Okay. Dann gehe ich nochmal ganz schnell zu Rev. Und dann mache ich die Folge. Beende ich die Folge. 50 Paulaner waren vor mir. Habe ich gerade zum Epi gesagt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Paulianer. Paulianer. Ich weiß es nicht. Paulianer, nicht Paulianer. So, Sef wollte ich gerade sagen. Der heißt aber Rev. Woher kenne ich Sef? Das war doch irgendwie. War das nicht ein Film oder so? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich bin so aufgeregt, dass ich jetzt endlich das mit dem Kochen abgeben kann, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich hier rede. Könnte auch vielleicht an Epis Anwesenheit liegen, weil da. Wahrscheinlich. Liegt es immer an mir. Ja, auf jeden Fall. Ist ich habe keinen. Also hier ist es nicht drin. Ach, der läuft dahinter rum, okay. Aber hier gibt es nur die Samen. Also, aber wo ist jetzt. Ach so, ist der ja falsch hier. Ich bin ja falsch. Junge, du läufst doch dahinter rum, hat mir das Ding gerade angezeigt. Ist der jetzt da reingegangen? Nee, der läuft hier noch. Bleib doch mal stehen! Hey, you. Lass mich raten, du hast mich einfach unglaublich vermisst. Ja, natürlich, ich will nämlich was abgeben. Ich habe eine Suppe gekocht. Gut, dass sie ihre eigene Gemüsesuppe gemacht haben. Das regt mich übrigens auch unheimlich auf, dass die immer zwischen sie und du wechseln. Willst du meinen Titel als Suppenmeister beanspruchen, ja? Ich freue mich schon auf die Herausforderung, aber in der Zwischenzeit habe ich eine Kleinigkeit für dich. Jina gab mir ein altes Rezept, das sie gefunden hatte. Es besagt, dass man ein Ei ein paar Tage lang im Sand vergraben muss. Aber es wurde nicht erwähnt, dass ich mir notieren sollte, wo das Ei vergraben war. Oh Gott. Also ja, ich habe ein paar Eier irgendwo am See verloren. Hoffentlich waren es nicht seine Eier. Dann schauen wir mal eben. Ihm haben wir den Stein noch nicht angeboten, glaube ich, aber. Ach so, er wollte Kartoffeln? Moment. Will er Kartoffeln? Mach mich nicht arm. Sollte ich dir Kartoffeln geben? War das eine Quest? Ich habe eben nichts mehr gesehen. Ich gebe dir mal eine. Hast du das selbst angebaut? Ich will nicht lügen, aber es sieht ziemlich lecker aus. Danke. Ja. Hoffen wir mal das Beste. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Anforderungen nicht erfüllt. Ich finde die Samenmaschine nicht. Keine Ahnung. Also die hat keiner von denen, die du gesagt hast hier. Hat keiner. Ich habe die einmal gesehen, aber ich weiß nicht, wer es war. So, dann gucken wir jetzt mal ganz schnell. Der Stein ist fertig, dass wir das noch eben ganz schnell gebaut kriegen. Damit ich hier auch aufhören kann. Das können wir auch direkt schon mal mitnehmen. So, Wurmkiste. Endlich.
Wo stellen wir die Wurmkiste hin? Ich würde sagen, da in die Nähe von dem Ding hier, ne? Wurmkiste. Wir haben das Feld, aber keine Wurmkiste. Doch, da. Da. Wie groß bist du denn? Du bist ganz klein. Na gut. Stellen wir dich hier an die Seite. Würmer herstellen. Legen Sie Lebensmittel in den Trichter, um Würmer und Dünger zu... Oh, wollt ihr mich hier verarschen? Also, es ist keine Wurmkiste, sondern es ist quasi... wie heißt das jetzt? Ein Komposter, wenn du so willst. Ja. Da können sich ja auch Würmer drin entwickeln. Das heißt, ich kann aber... Ich kann nur die guten Lebensmittel reinlegen. Wollt ihr mich hier veräppeln? Ja, aber das dauert ewig. Leg mal ein einzelnes rein. Meine Güte. Kann man das Süßblatt auch da reinlegen? Alles, was oben angezeigt wird. Eine Stunde. Die Frage ist, gilt es 1:1? Kann man da auch einen Wurm damit machen? Es gilt alles 1:1. Also ist nicht zufällig, ob ein Wurm rauskommt oder nicht dann. Ach so, ja, das weiß ich nicht. Ob einer rauskommt oder 20, das kann ich ja nicht. Also wenn in einer Stunde nur einer rauskommt, dann ist das ja für die Füße. Ich hätte auch mein misslungenes Gericht reintun können. Kann ich das noch reintun? Hier oben ist dann die Warteschlange. Okay, dann kommen die Würmer hier unten raus. Du hast ein Gericht, was misslungen ist? Ja, weil ich das angefangen habe und das hat zu lange gedauert. Dann bin ich weggegangen und ich wusste ja nicht, dass ich das direkt machen kann. Ich weiß auch nicht, was ich da gemacht habe. Auf jeden Fall ist es dann misslungen, weil ich weggegangen bin. So. Stell mir doch nicht immer so komische Fragen. Ja, aber wo der Epi mich eben mit unterbrochen hat, wir haben alles gesehen und ich werde jetzt hier nochmal fleißig weiter pflanzen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder zum normalen Let's Play. Diesmal wirklich. Ciao! Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.